Herzlich willkommen zu Dreimal ohne, dem Podcast mit Werner Habe und Florian Barbarino. Na? Ohne was, Florian? Was fehlt alles? Ohne Hirn, ohne Verstand und ohne juristische Betreuung. Genauso ist es, genauso ist es. Und wir sind voll am Wie immer. Start. Florian, wie geht's? Wie steht's? Was macht Es die ging, ja, Kunst? es geht. Ich wünschte, dass bald Juni wäre, dann wäre erstmal der Lockdown ein bisschen aufgehoben und die neue Cyberpunk Special Edition von Xbox One käme raus. Die hast du Die ja, gerade in die Shownotes gestellt und ich finde es hammergeil. Kannst du mal ein bisschen erzählen darüber, bitte? Also Cyberpunk 2077 ist ein Spiel, das auf einem polnischen Rollenspiel basiert. Ja. Der Cyberpunk-Serie und die Firma, die auch Witcher 3 gemacht hat, das Hexerspiel, Ja. hat sich die Lizenz dazu geschnappt und daraus ein Videospiel gestrickt. Das sollte jetzt schon im April veröffentlicht werden, ist aber verschoben worden, unter anderem auch wegen Corona und wegen Feindpolitur, weil das Rollenspielsystem zu implementieren doch wohl länger dauert. Okay. Und du kannst dann in einer zukünftigen Stadt Ja. Missionen erfüllen. Und das Preview sieht schon mal hammermäßig aus, dass da auch verlinkt ist. Ah, da gibt's ein Preview. Okay. Den habe ich doch eingefügt. Ah, Ja. okay. Und das ist wirklich interessant. Die Grafik ist der Hammer. Ich bin mal, gehe mal davon aus, dass für die nächste Generation noch mal eine geupdatete Version von dem Spiel kommen wird. Mit besserer Grafikpower. Aber das wäre mal wieder was für mich, eine Konsole zu haben. Okay. Oder einen entsprechenden PC, der entsprechend funktioniert. Ich werde jetzt mal bei der Gelegenheit etwas testen. Wenn es funktioniert, das ist hammergeil. Wenn es nicht funktioniert, machen wir uns da gerade total zum Horst. Aber wann machen wir uns Was nicht zum Horst? gibt's sonst noch jetzt? Also, ich klicke jetzt mal auf deinen. Zunächst mal wechsle ich die Aufnahmeszene. Oh. Und dann. Ob's funktioniert? Wir werden es nie erfahren. So, jetzt kleinen Moment. Und zwar werden jetzt unsere Millionen von Zuschauern. What would you do if you were somehow both human and superhuman? What if you could see through Sehr geil. walls, dodge bullets, and bend Sehr, sehr steel geil. with your bare hands, but still lose your life with one false move? Und Millionen Would it von make a difference if the Zuschauern city werden you das called dreimal ohne home was Logo well sehen on und its sich fragen, way to was du da hell in a machst. Du schneidest handbasket? das doch These are the auf nur questions Audio, you'll oder? Nee, also answer in ich habe jetzt gerade den. Cyberpunk 2077. The Ich habe jetzt latest gerade open-world role-playing den experience from CD Video Projekt Red that's set im to Bildschirm. release on September 17th. But what about the game itself? Und das How big müssten dann will auch it die be? Zuschauer How sehen können. much freedom will you have? And what will Also, combat be like? ich mache jetzt After mal hier poring over Pause dozens of und möchte mal sagen, ich schalte wieder aufs Logo, warte, dass mich allein schon die Optik massiv beeindruckt. Also, ich bin ja ein großer Fan von Cyberpunk-Geschichten. Also, das ist total entlang meiner Straße, sag ich mal. Und ja. Da gibt es noch ein anderes Video, das ich dann nach der Sache nochmal raussuchen werde und drunter posten, Okay. wo wirklich die ersten Minuten des Spiels gespielt werden, wo man auch Ja. wirklich Gameplay sieht. Ja. Dieses Preview ist jetzt so eine kleine erzählte Variante mit Bildschirmscreenshots und andere Herangehensweise, aber Okay. die ersten 40 Minuten Work in Progress zum da geht er echt, da geht er echt das Messer in der Tasche auf, wenn du so einigermaßen darauf Bock hast. Ja, cool. Das So. ist wirklich, wirklich. Und CD Projekt Red ist ja bekannt dafür. Witcher 3 war ja super Rollspiel, 98% super gemacht. Ja. Und
Das Thema hat mich nie interessiert, weil es Mittelalter war und Hexer und so. Das war nie so mein Thema, aber es hat, ja, kann ja jeder so halten, wie er will. Es hat ja genug Fans gehabt, zu Recht auch. Das Spiel war ja super und CD Projekt Red muss jetzt abliefern, die Firma. Weil wenn die das jetzt verkacken, dann ist aber finster im Forst, weil die Erwartungen sind hoch und die Trailer lassen auch darauf schließen, dass es das so ist. Aber ich finde, das wird was Gutes. Da würde ich mir auch mal einen einigermaßen guten PC holen, der ordentlich Capture Card drin hat und das Spiel dann irgendwie Let's Playen oder so. Weil da hätte ich Bock drauf. Gibt es also, habe ich das richtig verstanden? Es gibt diese Xbox in dieser Optik, also diese Ja, kommt. die ist so lackiert und gestaltet. Hammergeil, hammergeil. Also ganz großes Kino. Ja, Microsoft und Sony auch. Sony nicht so in dem Umfang, aber Microsoft macht schon richtig gute Sachen. Da gab es auch eine Minecraft-Xbox, die hat dann ausgesehen, unten war Erde, oben war Gras drauf, die war dann oben grün und Cool. unten braun und hat ausgesehen wie so ein Minecraft-Block. Das ist ja klasse. Ja, also auch ziemlich lustig gewesen. Und da gab es dann einen Controller in rosa, so wie so ein kleines Schweinchen aus Minecraft. Und einen grünen, der war dann so wie ein Grasblock. Das war auch ziemlich cool. Also Microsoft macht coole Editionen für bestimmte Spiele. Ja, klasse. Cool. Und ich habe halt richtig Bock drauf und ich hoffe, das wird dann im Juni auch klappen irgendwie. Ja. Mir das zuzulegen und dann vielleicht mal hier so ein paar Gameplay-Videos aufzunehmen. Das wäre wirklich geil, ja. Ja, und dann mal meinen eigenen YouTube-Kanal so ein bisschen laufen zu lassen. Denn Spaß machen wird es schon. Jetzt auch Ja. in Zeiten der Unsicherheit, wo wir wahrscheinlich noch ein Weilchen zu Hause bleiben können, wäre es doch gut, ein Hobby zu haben, ne? Das ist auf jeden Fall von Vorteil, auf jeden Fall. Und ja, große Spannung. Dann gucke ich mal, was wir als nächstes haben. Ja, wir könnten mal noch über alten Kram sprechen. Wir haben jetzt über die Zukunft gesprochen. Die Zukunft. Und ich habe einfach noch im Vergleich, also infolge der letzten Folge, wo wir ja unsere YouTube-Links gesagt haben, die wir gerne gucken aus verschiedensten Themengebieten und heute ja so ein bisschen die Geek-Folge ist. Da gibt es zwei Kanäle, die ich mag und die wirklich gut sind. Und da wollte ich mal drüber reden, weil es gibt zwei Menschen, einen in England und einen in Amerika, die machen so Videos über alte Technologie. Und zwar ist das eine Techmoan, das ist der Brite. Und der hat einen Kanal, wo er zum Beispiel ein Video hat, das 40 Minuten geht oder 50 Minuten geht mit dem Titel Minidisc, Oder ich habe mir ein digitales Reel-to-Reel-Abspielgerät gekauft in 2010. Warum? Oder Cool. Laserdisc, das missverstandene Medium und so weiter und so fort. Also so alter Kram, der heute nur noch schwer zu bekommen ist. Den stellt er vor und sagt auch, warum das teilweise nichts geworden ist mit den Produkten oder warum es die heute nicht mehr gibt. Und das ist ziemlich interessant. Und der Lazy Game Reviews in den USA macht das auch, aber hauptsächlich für Computerbauteile. Der hat da zum Beispiel die 1 GB Minikassette, die Daten sichern kann und das entsprechende Gerät dazu vorgestellt kürzlich. Okay, cool. Und das ist ziemlich interessant. Und das ist halt auch Technologie. Aber alte Technologie, alter Kram. Wie ich es mal gerne nenne, das ist ein Begriff, den ich sehr schön finde. Zukunft von gestern. Genau. Heute ist gestern schon morgen. Nein, heute ist morgen schon gestern. Was ist Zeit? Was ist Zeit? Ein Augenblick, ein Stundenschlag, tausend Tausend Jahre Jahre sind sind ein ein Tag. Tag. Kind, lass dich Fragen sein, dafür bist du noch zu klein. Ich glaube, Du wer. bist noch nicht so weit. Es ist Zeit. Es ist Zeit. Ich
glaube, wir haben gerade unser gemeinsam, also die Schnittmenge unseres gemeinsamen Alters offenbart, oder? Ja. Ja. Komplett hart. Schön das Leben. Ja, es war einmal das Leben, gibt es übrigens auf Netflix, alle Folgen. Echt jetzt? Ja. Aber das ist, wo sie im Körper sind, oder? Genau. Wie hieß die alte Serie nochmal im Original? Es war immer der Mensch, oder? Es war immer, ja, es war immer der Mensch, oder es gab auch, es war mal Amerika, wie Amerika entdeckt wurde. Mhm. Aber die Ur-Ur-Ur-Serie mit dem ersten... War der Mensch, glaube ich. Mhm, ja, okay. Mit dieser Computerbox in der Ecke, wo immer die Jahreszahl durchgetruttert ist. Ich habe diese Serie abgöttisch geliebt. Also als die... Ich fand auch, das Leben so schön, so der Blutkreislauf, siehst du da so die Blutplättchen, so die, ja. Blutplättchen mit den Bläschen auf dem Buckel und dann so kleiner Salzstreuer. So schön. Also, es war zwar ein bisschen frei erzählt, aber so größtenteils schon richtig. Ja, also im Groben war es doch schon korrekt. Ja, die hatten wissenschaftliche Berater noch und nöcher. Und damals wurden noch recherchiert, ja. Ja. Ja, das war klasse. Da war es schön, ein Kind zu sein. Sonst nicht. Richtig. Nun. Ja. Aber ich würde sagen, weiter. Die Links sind in den Shownotes drin. Genau. Und da kann man dann auch mal gucken. Dann auch ein bisschen Zeit verbrauchen. Und ich habe da noch, das würde ich abschließend machen und dann würde ich dir mal das Feld überlassen. Okay. Einen überhaupt nicht technischen Link reingesetzt. Ja. Aber auch geekwürdig. Es geht um Bowls. Bowls ist wie Boccia. Nur drin. Ja, Halmboccia. Sozusagen, ja. Es gibt auch eine Variante draußen auf Rasen, aber ja. Ich beziehe mich hier auf die Hallen-Boccia. Und das ist so entspannt. Du guckst da Leuten beim ruhige Kugelschieben zu. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes, aber es ist total interessant und auch spannend zu sehen, wer gewinnt. Und da ist ein Ding halt auch. Und da will ich jetzt nochmal... Will ich nochmal in die Trickkiste greifen? Warte. Greif mal. Ich greife in die Trickkiste. Moment. Nee, das funktioniert nicht. So. Moment. Ja, greif in die Trickkiste. Oh. Unser Kommentator aus Folge 3 wird sich im Grabe rumdrehen. Nichts vorbereitet. Es ist alles scheiße. Man klickt doch nicht auf den Link, während man die Aufnahme macht. Ach Gott. Erinnerst du dich an die Folge 3? Ja. Ja, ja. Ja, ja. Well, hello, folks. Here are the World Bowls Tour Basics of Bowls. Sie, allein die Stimme von der Frau ist entspannt. For the World Bowls Tour, we play on a blue carpet. And it is perfectly flat. Es gibt ja Livestreams, das wird ja mal live übertragen, wenn es live ist. Perfectly flat sold, okay. So as not to damage the carpet. Wie gesagt, the bowls equipment we use, the jacks schön. Are a complete sphere, Abendswunder. Whereas the bowls have a shape to them. Richtig schön. Und du hast recht, es ist total entspannt. Also einfach das zu beobachten. So es ist so ruhig, es ist well, wie bei den Dinos. Erinnert sich noch an die Serie Die Dinos von Jim Henson? Ja. Oma, warum guckst du denn dem Gras beim Wachsen zu? Oma guckt im Fernsehen die Olympiade im Gras wachsen. Aber das ist nicht so ganz so langweilig. So that's how we score at bowls. Yeah. And at the WBT event, we play two sets of nine ends, and if necessary. Praktisch ist das auch spannend. Ja. Also. Aber weniger aufregend als Snooker. Okay, cool, sehr, sehr cool. Aber da kann man dann auch mal das bedenkenlos weiterempfehlen. Es ist familienfreundlich und ungefährlich. Kein Kugeln ist bei den Aufnahmen geschadet worden. Genau, nicht mehr als sonst. Soll ich dann mal kurz übernehmen? Ja, mal ganz kurz. Oh, ganz kurz. Ich habe in die Armbeuge genießt. Sehr, sehr löblich.
Also, Gut. ich habe ja, während wir jetzt diese Folge aufgenommen haben, habe ich ja schon diverse Spielereien mal ausprobiert, die man machen kann mit Podcast-Aufnahmen. Wir haben ja, bevor wir, nein, anders, Werner, ordne deine Gedanken. Wir haben ja angefangen mit direkter Aufnahme auf YouTube. Dann hat YouTube diese Funktion ohne Not eingestellt. Wir mussten uns nach Alternativen umschauen. Und dabei sind wir gestoßen auf das Programm Open Broadcaster Software oder OBS Project. Wir haben schon einige Folgen mit dieser Software aufgenommen, aber ich habe mich zugegebenermaßen erst jetzt so richtig in die Bedienung reingearbeitet und man kann so viel mit der Software machen, also es ist echt Wahnsinn und das alles als Open Source, quelloffene, kostenlose Software. Da kann man wirklich professionelle Film- und Audioaufnahmen mitmachen und schneiden. Dass das bei uns nicht professionell klingt, liegt aber nicht an der Software. Das muss man dazu sagen. Das Problem ist vor dem Bildschirm, nicht hinter dem Bildschirm. Genau. So, ich werde mal eben hier nochmal als Beispiel. Weißt du, was ich das Lustige finde an OBS? Ich habe mir das auch mal angeguckt. Es gibt ja für alle Plattformen, für Windows, Linux und Mac. Ja. Wenn du auf Mac klickst, steht drin, bitte beachten Sie, Sie brauchen eine spezielle Software von Apple, damit Sie Audioaufnahmen machen können, Audio- und Bildaufnahmen zusammen machen. Ja, genau. Der Linux- und der Windows-Client nativ, ne? Ja, das Problem, was du richtig beschrieben hast, gibt es tatsächlich so in der Form nur auf dem Mac. Und ja, mehr muss man dazu nicht sagen. Ich zeige jetzt mal als Beispiel, ich habe mich auf der Suche nach Tutorial-Material für diese Software und wo man halt Tricks darüber lernen kann, bin ich auf einen YouTube-Kanal gestoßen, der heißt Epos Vox. Und der Macher dieses Kanals macht im Allgemeinen Anleitungen, wie man streamen kann und im Besonderen Anleitung, wie man mit OBS oder mit Open Broadcaster Software streamen kann. Ich zeige mal kurz, wie das hier aussieht. Da möchte ich aber, bevor du das abfährst, ganz kurz noch was dazu sagen. Ja, bitte. Ich glaube, OBS ist von den großen Plattformen Twitch, Mixer und YouTube zum Streamen sogar empfohlene Software. Oh, cool. Twitch funktioniert, also soll angeblich am besten mit OBS funktionieren. Ja, darauf geht er auch in seinen Videos öfter mal ein, da hast du recht. Dass das YouTube genauso macht, das wusste ich gar nicht. So, ich will jetzt gar nicht mal. Ja. YouTube empfiehlt in der Hilfe zum Streamen, steht drin, wir empfehlen OBS, weil das am sichersten mit unserem API funktioniert. Mhm. Andere gehen auch, aber das Risiko, dass da der Stream abbricht mittendrin, ist höher. Ah ja, gut zu wissen. Okay, ich starte mal hier sein Tutorial-Video. Mal so zum Reingucken. Are you ready to take your streaming or media creation career to the next level? Are you new to streaming or are you looking to work out the kinks of your OBS studio setup? You've come to the right place. I'm Abel Zvon, here to make tech easier and more fun. And today we begin my new OBS studio tutorial course for 2017. I've previously made quite a few videos on OBS for past version. Ja, okay. Aber das ist wirklich, wirklich cool, dass vor 20 oder 30 Jahren hätte man da noch sitzen können und sich das alles selber anlesen müssen. Und jetzt kann man schon die Tutorials da abrufen. Ja. Wir sind schon gesegnet mit dieser Technologie. Es ist eine gute Zeit, lebendig zu sein. Das sage ich in Zeiten des Corona trotzdem. Ja, es ist. Weißt du, mir ist das so.
über die Wochen jetzt, wie lange sind wir schon zu Hause? Vier Wochen Minimum. Ja. Im März hat es richtig angefangen. Aber die Welt sich relativiert sich. Du hast hier dein kleines Universum und das musst du irgendwie am Laufen halten. Ja, genau. Die Leute, die Patienten hier in der Klinik, wie ich immer sage. Ja, und ja. Und das relativiert sich. Du kannst echt froh sein, dass du noch atmen darfst und dass du unter diesen Vorsichtsmaßnahmen trotzdem noch raus darfst. Ja. Und einkaufen, du hast eigentlich alles. Ich habe einen Supermarkt, der ist 5 Minuten Fußweg hier von meinem Haus entfernt. Die haben alles da, die haben Klopapier und alles. Ja. Die Panik in den Köpfen ist das, was die Leute so verwirrt und Panik kaufen lässt. Aber wir haben alles, wir haben alles, was wir zu essen brauchen. Und wir haben eigentlich Glück. Wir sind nicht Indien oder wir sind jetzt nicht hier die griechischen Inseln mit dem Flüchtlingscamp, das ist furchtbar. Also ich würde eine Einschränkung machen. Das ist jetzt nicht in unseren Shownotes gewesen. Ich werde es noch reintun. Wir leben ja beide in Mainz. Und was mir in den letzten Tagen bewusst geworden ist und was jetzt auch von unserer Lokal-Internetzeitung Merkurist auch besprochen wird, ist halt die Tatsache, dass die in Mainz sehr wichtige und sehr lebendige Klein- und Kleinstgastronomie, die ist im Moment so richtig hart an der Kante. Also ich kenne auch einige Kleingastronomen in Mainz persönlich und weiß, dass die wirklich kämpfen müssen ums Überleben. Ja, auf alle Fälle. Und auf neue Ideen kommen müssen, Lieferdienste einrichten müssen, aus dem Fensterverkauf irgendwie bereitstellen. Aber das sind alles Notaktionen, notwendige Notaktionen, um überhaupt irgendwie am Leben zu bleiben. Und meine Befürchtung ist tatsächlich, dass also ich will jetzt nicht schwarz malen, aber ich kann mir vorstellen, dass in der Zeit nach Corona die sehr bunte und sehr vielseitige und vielfarbige Gastronomie-Szene in Mainz vielleicht erstmal für eine gewisse Zeit etwas ärmer und blasser sein wird. Ja. Das fürchte ich auch. Es ist nicht nur Gastronomie, es ist auch Einzelhandel. Insbesondere die kleinen Geschäfte, wenn ich die Kaufstraße hochgucke, da ist natürlich auch Gastronomen, da ist die dicke Lilly, die wahrscheinlich zu hat, ich weiß es gar nicht. Da ist weiter unten Shakespeare und so, die Buchhandlung, die haben auch jetzt wieder auf, dürfen nur 2 Leute rein und sie haben dann auch die Kasse ans Fenster gestellt und dann ist das separiert. Ja. Die müssen sich auch was einfallen lassen. Ja. Aber ich, solange ich noch kann, gehe ich da auch einkaufen weiter. Dann hole ich meine Bücher da. Ja. Das ist für mich kein Umweg. Die Leute sind nett. Hm. Und das ist auch mein Aufruf an alle. Support your local, was auch immer, wenn sie. Genau, ja. Ja. Der Supermarkt, von dem ich geredet habe, 5 Minuten weg, der ist auch Einzelkaufmann im Edeka-Verbund. Der ist, die haben sich auch, die bemühen sich auch und die müssen jetzt Security extra bezahlen, die sie vorher nicht hatten. Mhm. Und dann natürlich auch dafür sorgen, dass ihre Mitarbeiter gesund bleiben. Und das ist ein Riesenaufwand. Und deswegen unterstützt man, wo man kann. Ja. Ja. Und deswegen bin ich auch dafür, dass jeder, der ein paar Euro übrig hat, die nicht den großen Amazon in den Rahmen steht, die in Europa keine Steuern zahlen und sich kein iPhone für 479 Euro kauft, weil Apple auch keine Steuern in Europa zahlt, sondern die lokalen Einzelhandel unterstützt mit dem Geld. Und ich werde da auch noch eine Karte verlinken, wo unabhängige, inhabergeführte Buchhandlungen in Deutschland aufgelistet sind. Okay, cool. Das ist nämlich sehr, sehr gut. Ich habe da auch mitgemacht und Shakespeare und so in Mainz eintragen lassen. Ja.
Und dann wollen wir mal schauen, was wir da helfen können. Ich bin dafür. Ich möchte gleich, nicht jetzt, aber gleich am Schluss nochmal einen weiteren Aspekt von Support Your Local Whatsoever reinbringen. Aber jetzt wollen wir erstmal erklären, Florian, warum wir beide so unfassbar männlich und geil klingen gerade. Du vor allem, ich bin ja noch mit meinem normalen Mikrofon. Aber ich muss sagen, dass... Oh, König der Überleitung, Werner Habel. Aber ich muss sagen, dass du auch durch die Tatsache, dass du jetzt deinen Ton über Kopfhörer reinkriegst, dass du auch wesentlich besser klingst als bei den bisherigen Folgen. Also, ja, ich habe mir angewöhnt, vor jeder Aufnahme zwei Gläser, große Gläser Whisky zu trinken. Da klinge ich wie Joe Cocker. Man hört's. Man hört's auf jeden Fall. Also, Unchain my heart. Oh, Florian, nicht hier. Ich habe dir doch gesagt, zieh die Gummihose an. This podcast is rated R for... Ja. Bei Apple Podcasts würden wir jetzt den Blue-Filter kriegen. Da kriegen ja alle nicht jugendfreien Sachen, kriegen ja so ein blaues Symbol. Ich weiß gar nicht, wie genau das aussieht. Das ist mir sowas von wurscht. Ich weiß. Mir doch auch. Ja, also ja. Kurz gesagt, wir haben in die Technik investiert. Wir haben uns von uns teilweise von unseren Frauen sponsern lassen. Und ich habe für das Headset, was ich gerade trage, auch das Go-Ahead bekommen. Also die unabhängige Finanzbehörde von Habelland hat genehmigt. Ja, genau. Und zum, mit den zärtlichen Worten, alles, was nur zwei Ziffern hat, geht durch. Und da habe ich dann Glück gehabt. Weil alles, was nur zwei Ziffern hat, geht durch. Du hast es zweiziffrig gekriegt? Ich habe dieses Headset zweiziffrig gekriegt beim Mediamarkt. Also 99, würde ich mal schätzen, ne? 79. What the fuck? Ist das bei Logitech mit 129 ausgezeichnet auf der Webseite? Aus denselben Gründen, warum Google seine Pixel teurer verkauft auf der eigenen Seite, wie sie beim Saturn oder beim Mediamarkt zu kaufen sind. Weil sie es verdammt nochmal können. Wir können. Und weil es so Menschen gibt, die es kaufen für den Preis. Ja, ja. 79 Euro. Ja. Und ich bin momentan durchaus angetan, also. Du klingst auch lupenrein und berückend schön. Wunderbar. Schreiber. Ja, und du hast mich auf die Idee gebracht gerade. Oh, da kommen neue Themen im. Moment. Da kommen neue Themen. Nee, das waren die Support Your Local. Ja. Mhm, genau. Da habe ich noch die Map verlinkt und das eine Restaurant, worauf du wahrscheinlich auch abgezielt hast. Ja, unter anderem, ja, genau. Genau, ja, ja. Da kann man noch ergänzen und man kann natürlich nur von Mainz sprechen jetzt, ja. Wenn man lokal spricht. Ja. Aber jeder kann ja um sich herum gucken, was da ist, was da sich lohnt. Es gibt so viele Institutionen. Ich bin ja auch ein bisschen in Freiburg unterwegs, familientechnisch. Man findet in jeder Stadt was unterstützenswert ist. Ja. Wenn jeder in der Stadt das macht, dann können wir das alle schon irgendwie machen. Genau, genau. Und, und ich möchte zum Thema Unterstützung noch was sagen. Ja. This podcast episode is sponsored by Mirko Kusin. Wer zum Teufel ist Mirko Kusin? Mirko Kusin war mal in Zeiten, wo er mehr Pech hatte, mein Mitschüler, mein Schulkamerad. Und ist
ist heute freier Autor und Auftragstexter. Also man kann unter anderem an ihn herantreten und zu allen möglichen Anlässen, Hochzeiten, Sterbefällen, Betriebsfeiern, Texte bestellen. Und als solcher freier Künstler ist er natürlich auch momentan ja in einer ganz interessanten Situation, sage ich jetzt mal, und muss auch neue kreative technische Wege finden, um seine Kunst an die Frau und den Mann zu bringen. Und er hat vor einiger Zeit ein Buch geschrieben, das nennt sich Zwei Sichten, in dem er im Team mit einer, Achtung, Klosternonne Ansichten über Gott und die Welt teilt. Also sie behandeln beide ein Thema, sie aus ihrer Sicht, er aus seiner Sicht. Und dieses Buch gibt es schon eine ganze Weile und es hat auch von den beiden halt Lesereisen gegeben und Lesungen in Buchhandlungen und dergleichen. Und jetzt kann man sich vorstellen, was aus Lesungen in Buchhandlungen inzwischen geworden ist. Lesung vor der Webcam. Ja, und da möchte ich die geneigten Hörer hinweisen auf eine Veranstaltung, die jetzt kurzfristig von Mirko angekündigt worden ist für morgen. Ich glaube, es ist 20 Uhr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Lass mich mal schauen. Werner tippt. Samstag 20 Uhr, ja. Genau, und da werden Sie also auf der Facebook-Seite vom Kloster Arenberg, das ist das Kloster, wo die Nonne, ich sage jetzt mal ketzerisch, Dienst tut, werden sie eine Lesung des Buches anbieten. Mhm. Ich werde dafür den Facebook-Account meiner Frau hijacken, weil ich selber nutze kein Facebook. Mhm. Warte mal, ich zeige mal eben mit den tollen Möglichkeiten, die wir seit einiger Zeit haben, zeige ich jetzt mal eben die Facebook-Seite mit den beiden. Buh! Also Leute, während du das machst, darf ich da noch kurz was sagen? Bitte. Ich habe da auch noch was drunter geschrieben unter die beiden Links. Ja. Und zwar gibt es einen Autor, den ich sehr schätze, von dem ich das gelesen habe, was er bisher veröffentlicht hat, was Belletristik ist, Romane, kulinarische Romane, Thriller, hatten wir auch schon mal in einem von den Podcasts über Brunnenland geredet. Okay. Und der macht auch Live-Lesungen mittlerweile, weil er auch als Autor jetzt nicht oft live auftreten darf. Der liest seine ganzen alten Bücher jetzt auf Twitch. Die nächste Veranstaltung ist am 28.04. Okay. Kann man auch gucken, wenn man da nicht angemeldet ist, kann man einfach auf den Link klicken und dann hat man das Video auf dem Schirm. Sehr, sehr cool. Und das ist am 28.04.2020 liest er aus dem kulinarischen Krimi Letzte Ernte. Und wenn man da ins Videoarchiv geht, kann man die alten Lesungen auch noch sehen. Okay. Rotes Gold hat er gelesen, das ist auch mit dem luxemburgischen Koch. Und Drohnenland hat er schon gelesen und seinen neuen Roman hat er schon gelesen. Auszüge natürlich nur, kann ich nicht das ganze Buch lesen, das dauert 10 Stunden. Aber wie gesagt, man kriegt da einen Einblick in die Bücher, wenn man sich dafür interessiert. Cool. Und das ist wirklich, wirklich cool, dass er das macht. Das ist ja auch ein Aufwand, das zu produzieren. Und er hat bis jetzt... Wie viel hat er jetzt bis jetzt gelesen? 4 oder 5 seiner Bücher. Mhm. Hat noch ein paar. Und das ist sehr interessant, wenn man die Bücher noch nicht kennt. Ja. Ist doch mal doppelt so interessant. Aber auch wenn man sie kennt, hat man Spaß dran. Und deswegen... Ein cooler Tipp, Florian. Danke dir. Das und wenn man, dann die Bücher kaufen will, bitte den lokalen Buchladen supporten. Die Map für Deutschland habe ich auch drunter gepackt. Und da kann man dann gucken, welcher in seiner Nähe ist und dann hingehen. Bei uns in Mainz sind 2 gelistet, einen davon habe ich vorgeschlagen. Sehr cool. Das,
Und das ist wirklich, wirklich eine gute Aktion. Und da kann man dann gucken. Und wenn sich einer fragt, warum soll ich bei lokalen Läden bestellen? Es gibt einen Kabarettisten, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, er hat gesagt, Sie müssen sich bei, wenn Sie im Buchladen bestellen, nicht damit rumschlagen, ob das Buch geliefert wird, ob Sie zu Hause sind oder nicht. Sie gehen da einfach vorbei, sagen, ich hätte gerne das Buch und am nächsten Tag ist es meistens da. Und dann können Sie es da abholen und da können Sie noch nett mit den Leuten reden und Sie müssen sich nicht über irgendwelche DHL oder sonst was ärgern. Da ärgert sich die Buchhandlung mit den Lieferanten rum. Und das ist allein schon ein Vorteil, ja, den ich sehr gut nachvollziehen kann. Und vor allem kriegt man da auch gute Informationen über Bücher und was man noch lesen könnte, können sollte. Und das kriegst du bei Amazon nicht. Die Bewertung bei Amazon kannst du in die Tonne kloppen. Das ist leider wahr. Das ist leider wahr. Und sie sind auch, wenn ich das sagen darf, bei Amazon immer mehr gekauft und gebottet. Also ich verlasse mich auf unsere meine Buchhändlerin. Ich sage meine Buchhändlerin. Es ist deine. Es ist deine. Aber auch, ich teile die mit vielen anderen Leuten. Also ist ja, ja, aber ich verstehe, weil die Formulierung ist. Action. Nein. Aber die Buchtipps zu 99%, die ich da kriege, die passen. Ja, ja, ja. Und wenn sie nicht passen, dann diskutieren wir drüber und da stehe ich da eine Stunde und rede mit dir über die Bücher und warum es mir nicht gefallen hat und dann wird zugehört und das macht viel mehr Spaß als Amazon. Und was bei Amazon auch nicht funktioniert, das ist zwar der Anspruch, das soll funktionieren, aber es tut es halt nicht. Und das ist im Buchladen immer das, was mich am meisten reizt, an dem Akt in den Buchladen reinzugehen. Die Engländer haben da so ein schönes Wort für. Das nennt sich Serendipity. Das kann man gar nicht richtig ins Deutsche übersetzen. Und zwar ist das, ja, es ist im schwersten Deutsch zu übersetzen. Es ist quasi das Erlebnis, etwas zu finden, das du nicht gesucht hast. Während man etwas ganz anderes gesucht hat. Also du gehst, oder so, ja. Du gehst in einen Buchladen rein, du suchst nach X und findest Y. Und du suchst 1000 legale Steuertricks und findest Franz Kafka das Schloss. Ja. Ja, und das geht halt, das ist mir bei Amazon noch nie gelungen in der Form. Also das Nein, also es ist wichtig, dass wir gerade in diesen Zeiten uns auf die Sachen besinnen. Vor 100 Jahren gab es noch, oder vor 120 Jahren würde ich mal sagen, gab es noch keine Autos, keine Pferdekutschen, keine industrielle Warenverschickung per Schiff, Eisenbahn oder sonst was. Da ist man auch lokal einkaufen gegangen, was man drumherum hatte und ging nicht weiter. Und das hat auch funktioniert. Man hat eigentlich alles gekriegt, was man gebraucht hat, glaube ich. Ja, ja. Und ich finde, das muss einfach bleiben. Das Persönliche darf nicht sterben. Ich habe gerade festgestellt, während ich dir zugehört habe, habe ich gerade festgestellt, dass ich über weite Strecken unseres Beitrags meinen privaten Desktop freigegeben habe. Das ist mir aber scheißegal, da unser Publikum ja nur 3 Millionen sind, die uns jede Woche zugucken. Also das versendet sich, ja. Da sage ich mal so, es ist mir noch egaler als er dann das kommt. Ja, genau. Also, wir fassen nochmal zum Ende dieses Beitrags zusammen, was wir anbieten können. Und zwar. Darf ich fangen? Fang an. Cyberpunk 2077, demnächst erhältlich, inklusive Special Edition Konsole. Alte Technologie, die immer noch interessant ist heute. Techmoan und Lazy Game Reviews und überhaupt nicht technisch, aber trotzdem geeky, Bowls, Hallenbotscher und jetzt du. Sollte es nach diesem Mülleimerfeuer, was dreimal ohne heißt, noch Leute geben, die auch gerne Podcasts produzieren möchten, empfehlen wir die freie, quelloffene Software Open Broadcast
System Studio. Ja, so ähnlich, OBS. OBS, und wer lernen möchte und damit umgeht, den empfehlen wir den YouTube-Kanal Epos Vox. Da kriegt man tolle Tipps. Wenn ihr Wert darauf legt, in den Podcast, die ihr dann produzieren werdet, gut zu klingen, kann ich empfehlen, das Logitech Headset Pro X. Und dann. Ansonsten noch die Livestreams verfolgen von Autoren, die Unterstützung gut gebrauchen können. Du sagst nochmal Tom Hillenbrand. Sag nochmal Tom Hillenbrand, bitte. Tom Hillenbrand ist auf twitch.tv/TomHillenbrand alles zusammengeschrieben. Da steht dann groß, wann das nächste Event stattfindet, mit Datum und Uhrzeit. Und da auf der Startseite sozusagen, und da kann man gucken. Und ansonsten dein Freund und Weggefährte. Ich sag nochmal, morgen um 20 Uhr auf Facebook Mirko Kussin gucken, ganz wichtig. Und wir beide, du und ich, Florian, wir gehen, sobald es irgendwie geht, wieder zum Noah vegane Pizza essen. Und dann hauen uns den Bauch voll. Und ja. Wenn Sie nicht in Mainz sind, dann gehen Sie auf die Karte und gucken, genau, wo in Ihrer Nähe die lokalen Buchläden sind, die nicht Kettenbuchläden, sondern Inhaber geführt. Und da kaufen Sie dann Ihre Lieblingsbücher. Und wenn Sie wollen, kaufen Sie doch ein Buch, das Sie schon haben, und schicken es mir. Ich nehme gerne kostenlose Bücher entgegen. Die Adresse finden Sie am Ende. am Ende des Tunnels nach Ost. Und da wir Noah aus Mainz schon gepimpt haben heute, will ich noch erwähnt haben, der Noah hat jetzt eine wesentlich kleinere Karte, die jede Woche wechselt. Also es gibt... Das habe ich nicht gesehen, das habe ich. Es gibt ein Gericht, das wöchentlich wechselt, das aber auf quasi Vorrat gekocht wird. Und dann kann man sich das liefern lassen. Also das ist, wir haben das schon mehrfach genutzt, Karin und ich, und das ist sehr lecker. Also wer in Mainz wohnt, wer vegan gut essen möchte, Noahs Restaurant in Mainz, vegane Küche vom Feinsten und auch während Corona per Lieferdienst erreichbar. So, das soll es gewesen sein. Ja. Ich wünsche dir eine gute Woche, erstmal ein schönes Wochenende und hoffe, dass es besser wird. Florian, ich werde jetzt nur auf Stopp drücken, noch nicht auf Ende, weil dann können wir im Chat bleiben, okay? Okay. Okay, ich drücke. Bis dann. Bis dann, mach's gut, ich drücke auf Stopp.